Wer mehr? Ich lade das mal kurz meine Waffe noch zu Ende nach, weil ich hab ja gerade alles halb zerschossen. Time down, let's go. Ja, passt. Alter! Ach ja, die Wehrpflichtigen sind so nutzlos. Sind sie das nicht immer? Nein, in den ersten Maps hatten sie noch nichts. Also war stark genug, dass wir allein da klarkommen. Alter, sind das viele Schwebe! Ja. Den ich halt alle perfekt in den Rücken schießen kann. Oh! Ja, ist gut. Hört auf, mich hier zu schubsen hier. Langs finde ich dann mal aber auch langweilig, muss ich sagen. Etwas. Ah, schau mal, Zeit nimmt. Ja, schon wieder. Oh. Wuppala. Erstmal alles in die Amp. Ja. Also wir haben ja noch Plätze für euch, also warum nicht nutzen? Weil wir gerade ein Zeitlimit haben. Ja. Mach mal in der nächsten Runde. Ich schau trotzdem mal. Ach, die Kanone hat ziemlich viel Schaden gemacht. Brauchen wir noch eine. Autsch. Der Streulaser hat mehr Schaden gemacht. Wir haben 10 Heiler übrigens, ne? Boah, Spucker! Davon abgesehen, eigentlich sollten meine Schüsse doch... Diese Explosionsschaden machen praktisch, ne? Wirklich, ja. Das war ja diese Upgrade, was ich mir darauf getan habe, gerade eben. Aber ich merke davon irgendwie nichts. Weil irgendwie so Explosionsschäden kommen mir meine Schüsse nicht vor. Jo. Ja. Alter, Waffe, tausch dich aus, meine Güte! Ich will doch nur die. Natürlich hängen die Heile alle aufeinander. Ach komm! Mist. Immer noch volles Leben. Jetzt haben wir Zeit. Gut. Ach, Blitzsturm. Ist der hier noch in Reichweite? Nee. Musst du hinter die Kanone stellen, hier hin. Jo. Dahin, gut. Nee. Dahin. Also, da wo ich stehe. Jo. Wollen wir noch einen dritten Raketenturm hinstellen? Weil die haben jedes Mal, die haben jetzt in der letzten Runde gerade beide 105k gemacht jeweils. Mehr als alle anderen, bis auf die Gauss. Jo, pack mal hin. Ja, wir könnten auch noch eine Gauss bauen. Ein Raketenturm, eine Gauss, dann haben wir voll, dann passt das alles. Wo ist der letzte Platz, wo da noch rein kann? Bau mal du den am besten vorne.
Und die Gauss nochmal nach hinten. Vorne, ach, rechts neben der Kanone. Genau. Ja. Du hast noch zwei Stationen da, ne? Ja, weiß ich. 20 Schweber, also Fliegeviecher. 10 Mutagenkotzer, den Namen habe ich mir jetzt voll behalten, dank deinem tollen Video. Okay, 40 Schweber und 10 Mutagenkotzer. Scheiß auf die Lane, wir müssen manuell schießen. Der arme Manuel. Ich gehe mal High Ground. Dann geh du mal High Ground. Ich bleib hier unten und kümmere mich um die Mutagenkotzer. Okay, jo. Ready. Ja, geht alle auf mich, geht alle auf mich. Geht alle auf mich. Ja, so wie es sein muss, ne? Ich weiß, dass ich direkt vom Kernlock habe, solange der auf mich schießt. Das ist scheißegal. Holy fuck, die sind alle beim Kern. Denen bin ich plötzlich komplett egal. Aber sie sterben, machen die Fliegen. Aha. Ja, als Fliegen gewinnt. Das ging schnell. Ja, die standen alle hier rum und haben sich abschießen lassen und die haben Schaden vom Kern bekommen und ja, ja. Die Technik. Oh, oh. Ach ja, hier, das ist eine Dingsbums-Krams-Dings-Dings. Dingchen. So. Amp, friss mein Geld. Hey, der Blitzturm muss noch hoch. Echt, wusste ich nicht. Oh, egal. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Arm, friss unser Geld. Ein symmetrisches Layout. Ich liebe es. Ist es symmetrisch? Nein! Fuck, eins stimmt nicht. Die Minen, die müssten eins weiter nach rechts. Nein, bau die mal neu, das geht nicht. Wir müssen hier eins rüber. Dann sind die roten Punkte auf der Map symmetrisch. Ballerst du mich gerade? Nein. Nein. Ich teste gerade nur die Zoom-Funktion, wie gut die bei dem Teil funktioniert. Nee. Dann spiele ich lieber ohne Zoom und bei dem hier. Die ist natürlich mit Zoom um einiges akkurater als ohne. Aber immer dann Zoom gedrückt zu halten und dann durch dieses blaue Visier zu gucken, ist auch voll unpraktisch. Schaut jetzt auch irgendwie wie ein Smiley aus, oder? Smiley mit einer richtig dicken Nase. Sehr viel Fantasie. Also, wer geht wohin? Mal gucken, was kommt denn wo? Ja, ich gehe wahrscheinlich auf die Wackelköpfe. Wahrscheinlich wird Markus in meiner Nähe bleiben, weil da auch die Dingsviecher sind. Da kümmert sich Simon allein um die 10 Heiler. Ja, genau. Und die 22 Läufer. Eher weniger. Plus die 6 großen Läufer. EH weniger. Ups, ich hab hier. Ja, mit der Gatling sollten eigentlich die, die Wackelköpfe schnell erledigt sein. Ach, die Wackelköpfe kommen noch gar nicht. Okay, dann schieße ich jetzt mal hier bei euch noch, bei dir mit rein. Okay. Laser wird jetzt gut. Was? Ich habe den Laser gelobt. Ach so. Aber mir kam jetzt Laser-Gesichtskurze an. Ja. Laser, you did good. Ah. Eigentlich hätte ich gewählt, aber... Du und deine bildliche Vorstellungskraft. Deine Bildlichkeit. Ja.
Ach, wie habe ich doch früher nur ohne Phönix existieren können? Das ist mir ein Rätsel. Gar nicht, du warst meistens sehr tot. Ja, eben. Du hast ohne Phönix eigentlich fast nie existiert. Aha. Oh, wir kriegen keine Tower Base mehr. Ja, warum meine, auch? Ist alles voll. Indiamp. So langweilig, jetzt noch Türme upzugraden. Indiamp. Es geht nicht mehr mit Türme upgraden. Naja. Macht keinen Sinn. Ja, schon plus 88%. Und wir haben noch, tja, praktisch anderthalb Wellen. Oder so. Tja. Mal gucken, was kommt denn wo raus? Ach, das ist ziemlich ausgeglichen. Überall zu viel. ja. Ja, dann machen wir wieder die Standardaufteilung irgendwie Mitte, links, rechts, so. Oh, oh. Schauen, wie lange wir das überleben, bevor wir uns wieder aufteilen, also die ersten 5 Sekunden etwa. Ich merke gerade auch, ich bin wieder gelb. Das ist ja wieder ganz seltsam, aber okay. Oh nee, ich bin gelb. Mann. Nein, ich bin gelb. Klaus, bin ich Farbe? Tut mir leid, ich möchte auch lieber blauer sein. Good to go. Ich möchte auch lieber blau sein. Walker's ahead. Hi, Lotti. Nicht ganz. Also für eine richtige Lotti-Improvisation habe ich jetzt keine Stimme. Alter. Wow. Gegengeschossen werde hier. Unheilig. Na, Heiler gibt's noch, also. Scheiß Wortspiel. Ich weiß. Geh dich schämen. Ich geh schon. Gut so. Bleib jetzt hier einfach in der Ecke stehen. Von was habe ich Schaden genommen? Ein Kreischer bloß mit vollem Leben. Wollt ihr mich verarschen? Was macht ihr da hin? Das volle Leben hat er wieder gekriegt durch den, durch den Healer. Ah ja. Geduckt. Kein volles Leben, keine Sorge. Jojo, alles gut. Das ist ein neuer Boss? Nee. Das wäre viel zu offensichtlich. Bei letzten Map eines DLCs. Ich versuche herauszufinden, was der kann. Lass mal schauen. Fistgeplaske kann, glaube ich, fliegen. Und du kannst dich in Pilzspuren auflösen. Ich kann's nicht sehen. Du kannst dich auch in Pilzsporen auflösen. Warte mal, vielleicht kann man reinzoomen. Nein. Vielleicht kann man reinrennen, das ist bestimmt hilfreich. Mhm. Erstmal pumpst du die Amp weiter auf, ja? 104% sind nicht genug. 112% sind nicht genug. Deswegen sind das 112,7. Ja. Wollen wir das fokussieren, oder? Lass mal schauen, die anderen... Joa, die müssten sich eigentlich fast so selbst erledigen. Also bin ich froh, dass wir jetzt keine Mutagenkotze haben. Ja. Ja, so ein... Fiskeplaske. Alter, hör auf, immer dieses Wort zu sagen. Wieso? Weil ich immer noch keine Ahnung habe, was das bedeuten soll. Und da du es mir nicht erklären willst, partout... Du wirst es schon sehen. Mein Platz! Nicht mehr. Fiskeplaske! Das ist er. Der ist voll easy zu besiegen. Spuckt der? Ist das Mutagen oder? Warte, den. Nein, den kann man vorher nicht mehr angreifen. Der wechselt nach hinten, genau hier. Der hat gerade auf meine Seite gewechselt.
Und das sind für komische blaue Plasmaflammen, die da rauskommen. Das ist da. Jetzt kommen die normalen und so auf. So, ich mach die kurz. Okay, hinten ist zu. Hey. Leave me alone. Ah! Er schießt wirklich mit irgendwelchen Schadenskugeln. Die machen übrigens One-Hit rein zufällig. Leave me alone. Wo ist momentan der Schadensinput? Ach, da. Schadensinput. Das ist er nicht. Vorne links. Von dem Team, meine ich. Ah, ja. Links und rechts ist auch ein Unterschied. Meine Güte. Na klar. Das kann nicht alles symmetrisch sein, weißt du? Doch. Siehst du das? Geht. Hinten links. Gerne. Gerne. Oh Gott, oh Gott. Warte. Kommen immer mehr. Wo sind der Schwachpunkt momentan? Nicht vorne rechts. Hinten. Fast alle sind weg. Und nur noch ein paar. Okay, hinten ist weg. Ganz vorne. Vorne, ja. Alter, der hat mich getroffen. Okay, hinten rechts mittig, ja. Was macht der Kern? Kann man gerade mehr. Oha. 1800. Ah, das ist. Das ist locker zu schaffen. Kritisch. Nein. Hinten wieder. Na wohl, doch vielleicht. Er hat auf mich geschossen gerade, also. Ah, nee, passt. Easy. War jetzt aber knapp. Natürlich hat Markus den letzten Schuss gemacht. Der Kern ist gelb. Er ist rot fast, eigentlich ist er rot. Mit gelben Innen. Jai. Knapp Level 19. Knapp. Also ich hab's knapp geschafft. So. Synergie. Mal kurz gucken. 30 mehr Schaden bei Gegnern, die zuvor angegriffen wurden. Ist okay. Feuerleitturm, was? Das sieht faszinierend aus, das Teil. Wieso habe ich keinen Schaden gemacht diesmal? Wirklich gar nichts. Alter. Tja. Ja, du hast so ungefähr 2/3 von Simon gemacht. Aber, vielleicht. Ja. Ach stimmt, ich bin jetzt gelb. Ich habe nach blau geguckt. Mich wundert, warum ich so selten gestorben bin. Vielleicht zu gelb. Ich meine, es kann auch gut sein, dass, dass die Gatling wirklich weniger Schaden an sich gedrückt hat, weil nämlich der Plasmalaser ja durchgehend ist, ne? Ja. Ich gehe auch, glaube ich, den Plasmalaser zurück. Ja, ich wahrscheinlich auch, aber die Gatling ist halt an sich praktischer gegen die ganzen Wackelköpfe, ne? Um einiges. Jo, das stimmt wohl. Natürlich gefällt sie mir besser, aber ansonsten. Wir können es auch erstmal die Waffen aufteilen, ne? So, theoretisch. Ja, aber ich will halt die Waffe machen, nehmen die mir, die für mich am meisten Schaden macht. Ja, ist ja okay. So, weiter. Gibt's nochmal ein Endscreen? Nö, gibt's nicht. War jetzt einfach so. Plus. Endcard. Endcard. So, machen wir den nächsten auch noch? Ja, eigentlich schon noch, oder? Wie viel ist denn gerade? Eins. Eins. Ihr müsst auch noch Magicka aufnehmen, ne? Jo. Machen wir noch eine. Muss man sich erstmal angucken, die Map. Right Home. Die Abkürzung. Sieht aus wie eine Abkürzung. Sehe ich. Ja. Wie gerade einfach jeder sagen wollte, das sieht aus wie eine Abkürzung. Es geht wieder aus Lesimon raus, anscheinend. Besonderweise. Hui. Oh, mal ein ganz anderer Zeichenstil. Wollte gerade sagen, ja, seit wann hat Hagen braune Haare? Oder das ist gar nicht Hagen, oder wie? Ah ne, das sind einfach... Hä? Das sind Rebellen. Rebellen, Flüchtlinge. Scheinbar. Hauptsächlich Flüchtlinge.
Uiuiui. Ach so, dann ihre Leute sind das. Okay, der neue Stil ist eigentlich hübsch. Aha. Hui. Wie einfach keiner von euch das wirklich richtig gelesen hat. Nee, warum auch? Doch, immer noch. Ja, du, aber du bist doch nicht normal. Die Leute müssen dafür auch pausieren, das lesen zu können. Das ist wohl wahr. Hier wurde Short falsch geschrieben. Hättest du jetzt gar nicht gewusst. Oh. Nein, Rechtschrift verlese ich tatsächlich, ja. Mal kurz lesen, was kann die? Ja, zusätzlicher Schaden auf Zeit. Was zum Teufel ist mit der Map, ey? Die kann doch nicht so einfach sein. Der Gatling Laser macht einfach mehr Schaden eigentlich. Ist komplex. Ja, aber da können wir unten wieder irgendwo Schadenspotenzial aufbauen. Und dann Ende. Unten? Nicht doch eher oben? Na, unten. Na wohl. Ja, ist eigentlich egal. Also ich glaube, ich sehe hier keinen anderen Punktvolumen rauskommen können. Ich habe schon geschaut, ich habe auch keinen gesehen. Schau einfach auf die Minimap. Da wird angezeigt. Ach nee, da wird nur angezeigt, wann die, wo die kommen können, ne? Ja. Wo die gerade kommen, ja. Ja, meine ich ja. Ich mag die Musik auf der Map. Ja, das ist cool. Nebenbei, diese Ventilatoren sind gefährlich. Echt? Der eine hat mich gerade weit über die Map hinausgeschossen nach X nirgendwo. Oh, okay. Du das schon wieder? Ja. Was ist denn das hier? Komm. Ich werde diesen Teleport, ich will dieses Teil so lange verwenden, bis es mich dahin bringt, wo ich haben will. Okay, da hier kommen doch noch welche raus, ja. Ja. Alter, der ist einfach fehlplatziert. Der schießt einen zu weit. Wo denn welcher? Ich will auch zu. Der hier. Der, okay. Ja. Schade. Also ich hab's geschafft, ich bin gelandet. Ja, du bist ja auch dumm. Ja, wenn man das mit Vorwissen angeht, dann ist es anders. Jo. Ah, hier eine kleine Kabine. Was ist hier drin? Rein gar nichts, interessant. Rein gar nichts. Nicht irgendein Button oder so und ich voll runter. Ja, die ist hier oben raus. Durch. Sicher? Ich habe hier oben einen Knopf gefunden. Drücke F zum Aktivieren. Wo? Ja, hier oben. Ich glaube, da geht's so besser hin. So, da oben, da hinten seid ihr. Wie bist du da hochgekommen? Im Gebäude. Da ist so ein Gitter im Dach, da kann man reinhüpfen oben. Ah. Ist recht dunkel, aber man sieht's. Von da aus kommt man aufs Dach rauf. Außen. Ja, drücke F zum Aktivieren, aber man kann hier nichts aktivieren. Ganz drüber haben, da steht Stick drauf und es passiert nichts. Oh, da. Vielleicht geht das ja nur während der Runden, aber irgendwie glaube ich es nicht. Wo ist denn da ein Button? Direkt hinter dir, an der Wand. Oh. Ich aber kann keine Jump'n'Runs. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass das irgendwo auf der Map was öffnet. Also bei mir steht nicht, drücke F zum Aktivieren. Bei mir stand. Mir auch. Komisch. Das wird doch wohl irgendwas geöffnet haben. Das Teil hier unten sieht zum Beispiel so nach. Hier Eingang ist was auf. Hier ist was auf. Hier ist was auf. Ja, Moment. Wo unten? Da wo ich gerade bin. Ja, relativ weit unten. Aber das war voll zu, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Es leuchtet. Wow, das ist garantiert ein Geheimweg. Hey, ich kann hier F drücken. F? The door is locked. The door is locked. Alter, das ist wie in diesem
Wie in Silent Hill oder so. Na, eher wie in Magicka. Ja, also auch. Ich glaube, das ist wirklich einfach der Gag hier dran, dass hier einfach nur geschlossene Türen sind. Riesige lange Gänge nur mit geschlossenen Türen. Nein, irgendwo wird bestimmt eine offen sein. Garantiert. Oh, schau mal, hier hinten ist ein nicht durchgehend Schild. Wow! Es ist zu hell. Huch! Episch! Hey, komm da raus! Ich will da auch rein. Hier ist ein. Warte, das ist eine. Ja, ehrlich, das ist eine Gummizelle praktisch. Was haben wir hier? Ein Klappstuhl, alles in weiß. Ein großer Blutfleck. Drückt ihr gerade. Hör auf, diese Tür anzudrücken, bitte. Lol. Was denn? Ich kann diese Tür hochglitschen. Ups. Nee, aber um es zu Ende zu erwähnen. Ja. Hier liegt eben so ein großer Blutfleck. Mit einem gezackten Messer. Oh, schön. Und ich warte immer noch drauf, dass hier irgendwas ist. So. Nee, mit den Secrets ist vorbei. Oh, ich hab einen Knopf gefunden. Nee, immer wenn ich hier drüber habe. Ach, jetzt seid ihr, mit die Doors locked. Hört auf, immer irgendeine Tür anzuklicken, bitte. Nee. Das meine ich ernst. Weil ich nämlich immer hier über das Blut drüber habe und dann immer dieses Geräusch höre und denke, da ist dann doch irgendein Knopf oder sowas. Auf dem Blut. Die Door is locked. Oder warte, ist das hier wirklich eine Gummizelle oder hüpfe ich? Ich glaube, ich hüpfe höher. Ich glaube, das ist wirklich eine Gummizelle. Ich würde dir sagen, ob du hüpfst, aber... Ich komme ja auch nicht mehr raus. Ja, ich komme nicht rein. Ich kann mich aber hier durchbuggen. Hi, ich sehe euch. Danke. Kein Problem. Mache ich gern. Ah, geil. Kriegt auch noch eins. Ja, wow. Wirklich, cooles Secret. Ganz ehrlich, das ist irgendwie cool. Oh. So, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter? Ich muss noch mehr Secret gucken. Okay. Du kennst mich um Secrets. Wir sind noch 27 Minuten, also müssen wir uns jetzt mal entscheiden. Machen wir die Map noch und ich mache einen Schnitt oder machen wir die Map nicht mehr? Ich glaube nicht, dass wir die noch machen. Ja gut, dann machen wir jetzt Schluss. Jo. Tschüsschen. Ciao. Ciao.